Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu So, ich war jetzt mal so frei und habe mir einfach bei Steam ein paar Karten angeschaut. Weil sonst irre ich hier tausendmal durch die Gegend. Ich bin jetzt hier im Relief Science HQ, also einfach in einem anderen Quartier. Und habe da drüben schon was gefunden, was wir noch auch machen können. Und Eindämmungseinheit Nummer 6. Dachte mal, wir könnten uns das Ganze hier anschauen. Okay, da müssen wir unsichtbar sein und dafür müssen wir uns kleiner machen. Ein bisschen Biomasse verlieren. Und das glaube ich zweimal. Ja. Zweimal. Und einmal dadurch. Tür weg. Und öffnet sich das. Und hier drüben brauchen wir mehr Biomasse. Deshalb. Kehren wir zurück. Zumindest finde ich so Abschnitte, die wir ja noch nicht gesehen haben. Ach so. Hä? Wait. Wie ging denn vorhin? Ist das jetzt da runter? Ah, interesting. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Im Fall bekommen wir jetzt noch eine weitere DNS. Elektrosie, maximaler Energielevel erreicht. Ernährungseinheit 6 von 9. Dann war es das hier, glaube ich, auch schon wieder. Dann haben wir zumindest das gefunden. Ob es jetzt hier noch irgendwas gibt, ist die andere Frage. Dafür müssten wir zum Start gehen, glaube ich. Und diese Karte hier sieht sehr verwirrend aus. Oder quetschen wir uns hier durch und dann sehen wir draußen, wie viel wir da haben. Okay, das hätten wir also auch. Jetzt sind wir im Grenzgebiet zum Land. Das heißt... müsste, glaube ich, Frontier sein. Kann das sein? Gebiet Sumpfland. Sind da überhaupt alle Maps drauf? Das ist eine andere Frage. Relief. Relief. Washington's HQ. Botanical Gardens ist ja was anderes. Ah, das ist jetzt doof. Okay, was mit viel Wasser?
gar nicht. Irgendwie weird. Da gibt's wohl nicht alle Maps. Sorry, dass vielleicht jetzt gerade nicht viel passiert, vielleicht schneide ich das auch raus. There I looked. Okay, weird. Werde ich wahrscheinlich rausschneiden, denn sonst irre ich jetzt hier wieder durch die Gegend, bis ich irgendwie herausfinde, wo ich bin, was ich machen muss, wohin ich muss. Und das ist einfach nur unnötig. Botanischer Garten. Botanical Gardens. Eigentlich geht es mir auch gar nicht unbedingt, dass wir alles auf 100% schaffen. Aber die Frage ist halt auch immer noch, wie man zurückkommt. Jetzt ist man hier wo gespawnt. Da unten. Gehen wir mal kurz hier nach oben durch die Tür. Hier drüben haben wir, glaube ich, schon alles. Ja, hier gibt es zumindest nichts. Würde ich sagen, gehen wir mal nach unten links. Mal schauen. Also auf jeden Fall fällt uns ja hier noch irgendwo was, hier drüben zum Beispiel. Links von uns ist was. Wenn man da hineinkommt. Boah, ist das mies! Boah, ist das mies, Alter. Das hätte man niemals so herausgefunden. Eindämmungseinheit Nummer 4. Wie mies ist das denn bitte? Dass man da lang schwimmen kann. Okay, wait. Gibt's da einen Mensch? Kann hier kein Mensch. Oh, wait. Natürlich. Ich bin gerade verwirrt.
So, ich habe gelesen, man muss den Enemy Soldier hier brauchen. Aber wo ist er hin? Ah, da. Okay, das ist jetzt doof. Das ist jetzt ungünstig, dass der da im Wasser ist. Komm mal kurz mit. Dann gehen wir jetzt hier rein, schließen die Tür, drücken Y, dringen in den hinein. Da muss man zuerst drauf kommen. Ich hätte das jetzt niemals irgendwie bemerkt, dass man das so machen müsste. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier auch noch was. Pyrophilie. Resistenz gegen Feuer erhöht. Es dauert länger, die Biomasse in Brand zu stecken. Schön, aber was bringt mir das? Eigentlich ja theoretisch absolut gar nichts mehr. Jetzt können wir hier hochgehen und einmal eine Runde drehen. Hier oben sollte eigentlich alles auch schon frei sein. Und hier oben gibt es ja auch nichts Spannendes. Und dann sind wir jetzt wieder hier im Main-Raum sozusagen. Dann können wir noch hoch und da oben alles abklappern. Sorry, ich weiß, ich schummel jetzt eigentlich ein bisschen, aber es hat sonst einfach keinen Sinn, wenn man hier folgenlang durch die Gegend irrt. Nicht weiß, wo man hin kann, wo man hin muss. Oder hin will. Okay. Sind wir hier? Eigentlich müssten wir unten lang, um da kurz zu schauen. Sieht aber alles clear aus. Und wenn man jetzt da runter geht, kommt man eigentlich wieder zum Anfang. Deshalb gehen wir hier wieder hoch. Hier oben lang. Jetzt sind wir hier in diesem Abschnitt. Reset Door F and Laser. Das ist egal, es ist auch egal, da unten gibt es nichts. Ich bin einfach hier weiter rechts. Auch dafür müssen wir uns aber wieder ein bisschen verkleinern und hier unten gibt es ein Becken. Okay, das ist richtig. Öffnet sich diese Tür. Und dann können wir hier weiter. Aber da haben wir auch schon alles. Wait. Wir brauchen Muskelkraft. Und dafür... Oder? Brauchen wir das? Oder kann man das so zerstören? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, nein, man kann es ja unsichtbar machen. Oder ist der Laser hier egal? Ah, da drüben ist nur ein Becken. Dann spielt das keine Rolle, ob wir das kommen, aber auf jeden Fall haben wir hier eigentlich alles.
Das heißt, dann können wir hier wieder verschwinden. Und für das zu machen, müssen wir den gleichen Weg wieder zurück. Ne, unten lang. Wait a second. Doch, das sieht richtig aus. Sind wir hier und dann sollte hier eigentlich dann auch alles 100% sein. Glaube ich zumindest. Okay, 100% zerstört. Und jetzt sind wir wieder im Grenzgebiet. Das Grenzgebiet, wie heißt denn das Grenzgebiet? Frontier Marshall Lands. Das hat hier nicht drauf. Was weird ist. Ich bin, glaube ich, doof. Es gibt ja hier Frontier. Dann ist es doch drauf. Gut, schauen, wo wir jetzt hier sind. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich vielleicht von einem anderen Eingang stehe, der noch nicht 100% geschafft ist. Mal schauen. Bis dahin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.